Sagt mal, habt ihr schon einen Kalender für 2023? Ich hatte bis gerade noch keinen, aber jetzt ist ein Paket angekommen mit einem schönen Gemüsegartenkalender für 2023 mit Saatgut, vielen Gartentipps und Möglichkeiten, einiges an Aussaaten und ja, Gartenaktivitäten einzutragen. Den möchte ich euch heute mal vorstellen und ich erkläre euch, wie man den gewinnen kann. Also, viel Spaß beim Video und los geht's. Das ist der Sascha von SelfBio. Sascha, den kenne ich schon sehr lange. Wir haben uns das erste Mal 2018 auf dem Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt gesehen. Kurz danach, ich glaube im Juli 2018, haben wir uns dann bei ihm privat getroffen. Da ist dieses Bild entstanden. Und 2022, jetzt haben wir wieder ein Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt gehabt. Das ist das aktuellste Bild mit Sascha. Und da ich den Sascha schon viele Jahre kenne, möchte ich ihn auch gerne unterstützen mit seinem Shop Borago. Hat er nämlich jetzt einen Gemüsegartenkalender für die kommende Saison rausgebracht. Und den finde ich super passend für alle Hobbygärtner und Gemüsegärtner und möchte gern Selbstversorger da draußen. Ist das der optimale Kalender für die kommende Saison? Ich stelle ihn euch mal vor. So, und hier ist auch schon ein Exemplar. Gemüsegarten Saatgutkalender 2023. Rückseiten mit vielen saisonalen Gartentipps, also auf die Monate zugeschnitten und enthält 12 Sorten samenfestes Bio-Saatgut. Optimal für jeden Hobbygärtner. Ich zeige euch das Cover nochmal ein bisschen von nahen. Ich kann auch mal den hier so vor meine Brust halten, dann sieht man so ungefähr die Größe von dem Kalender. Ist hier oben ganz einfach gebündelt. Und dann schauen wir uns jetzt nicht den kompletten Kalender an, das könnt ihr dann ja selber machen. Aber wir springen zum Beispiel mal hier in den Februar rein. Im Februar ist quasi der Monat der Aussaat schlechthin. Hier sieht man zum Beispiel die Paprikas oder sind es Auberginen. Pimientos de Padron, ach Bratpaprika, genau. Und die sehen wir natürlich alle im Februar aus und diesen Kalender finde ich optimal passend, weil man hier sehr viele Möglichkeiten hat, Sachen einzutragen. Und ich mache das, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, bei der Anzucht. Ich trage mir mal ein, wann ich was ausgesät habe, damit ich ungefähr weiß, wann das keimt, wann ich das pikieren muss und so weiter. Und für Ende März zum Beispiel trage ich mir immer schon die Kartoffelaussaat bzw. das Kartoffelstecken oder Legen ein. Und auf den Rückseiten, hier ist jetzt das vom Januar, haben wir die ganzen Aussaaten zum Beispiel im Überblick. Wir haben Gartentipps, eine Checkliste für den Januar und einige Gartentipps. Ja, und die letzte Seite, die habe ich mir hier jetzt mal abgerissen, um die euch besser zu zeigen, sind 12 samenfeste Bio-Saatguttüten von verschiedensten Sachen. Wir haben hier Tomaten dabei, besonders die Sanviva kennt ihr ja oder die Resibella. Dann ist da eine Chili dabei, eine Paprika, eine Aubergine, eine Zucchini, eine Gurke, eine großfruchtige Physalis, ein Wintersalat, Schnittsalat und ein Schnittsellerie. Und ich weiß nicht, ob ich Zucchini gesagt habe. Auf jeden Fall einiges an Saatgut nochmal dabei mit meistens 5 Korn. Ja, meistens 5 Korn oder unten bei den Salaten oder den Schnittsellerie dann in Grammzahlen. Aber es ist immer quasi für einen Hobbygärtner, für einen Garten ausreichend. Ja, und diesen schönen Gartenkalender, den könnt ihr gerade aktuell bei mir gewinnen im Adventskalender der Garten-YouTuber. Der findet in jedem Jahr statt, jetzt 7. Jahr in Folge. Und ich war vor einigen Tagen am 16.12. dran und durfte da das 16. Türchen öffnen. Und als Dankeschön für die treuen Zuschauer, für die Likes, für die Kommentare und die Aufrufe, gibt es dann natürlich immer was zu gewinnen. Und da habe ich unter anderem zwei dieser Gartenkalender, Gemüsegartenkalender verlost. Das heißt, ihr könnt gerne jetzt in dem weiteren Video hier reinschauen und einen gewinnen. Für alle, die aber nicht auf ihr Glück hoffen wollen und den direkt kaufen wollen für die nächste Saison, habe ich unten einen Link zu Sascha, seinem Shop, borago.de, ja, aufgelistet. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Hier kommt ihr jetzt zum Adventskalender der Garten-YouTuber. Da könnt ihr euer Glück probieren und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder und schickt mir gerne Fotos oder markiert mich auf Instagram in eurer Story, wenn ihr euch diesen Kalender geholt habt.